Weiter geht's. Meine Hoffnung, die Zone endlich zu verlassen, war halt nach den Updates und Upgrades, die ich hier gerade an Quests bekommen habe. Ja, sieht gut aus, denn das Einzige, was wir hier drin haben, ist die alte Schamanenhöhle-Quest. Die ist eh mehr oder weniger obsolet. So, was sollen wir jetzt hier tun? Gut, klammern wir die mal aus. Die kriegen wir zwar immer wieder, aber die will uns nicht interessieren. Ins immer grüne Grasland, klar. Zum Windmühlendorf, wo auch immer das ist. Das sieht so aus, als sollen wir da irgendwas aus dem Dungeon rüberbringen nach sonst wo, keine Ahnung. Das ist irgendwo. Also wir gehen jetzt ins Grasland. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Und alles Weitere werden wir dann erleben. Ob da jetzt das Windmühlending ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier Quests abzuschließen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann hier auch ein Portal gibt, wo dann die Dungeons sind, die zu den jetzigen Quests gehören. Und wir kriegen wieder Achievements. Zwar willensschwach. Ja, ne? Manchmal ist es geil, wenn man einfach zuordnen kann, warum man den Achievement bekommen hat. Ist der tot? Macht der ein Nickerchen? Ein Monster hat ihn umgebracht, weswegen er jetzt nicht mehr lacht. Tja, Kühe. Also es ist durchaus möglich, dass wir hier auch wieder Mobs killen müssen. Also sind meine Pets immer dafür zuständig, sowas rauszufinden. Aber hier ist nicht so wirklich viel, was man killen kann. Also deutlich weniger als in der Zone davor noch. Deswegen gucken wir jetzt erstmal in das Portal, ob es da nicht was gibt. Oh ja, da ist... ohne Ende. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, wir gehen hier nach Level und nehmen das Niedrigste zuerst. Das wäre also das Ding hier. Dunkel von July. So. Oh! Wer ist er denn? Hä? Was ist jetzt dies? Oh, der scheint aber nicht wirklich ein Boss zu sein. Der ist einfach nur so groß gewachsen oder was? Ne, so mal ein Trash-Mob. Ja. Warum auch nicht? Ich meine, ist halt ein bisschen größer, der Kleine. Runensteinpulver. Diese Gnollviecher sehen cool aus. Ohrenhöhler. Mhm. Ja, Rezepte. Anderer Käse. Irgendwie, ich bin irgendwie nicht gewillt, mir mehr Inventarslots im Item Store zu kaufen. Generell bin ich nicht so ein riesen Fan von dieser ganzen Item Store Idee. Ich hab. Warte mal, ist das hier ein Stab? Nee, Entermesser. Weniger gut. Gewehr macht auch keinen Spaß. Ich habe kein Problem für ein Spiel Geld zu bezahlen, aber irgendwie ist es immer noch was anderes, was im Item Store zu kaufen, als sich ein Fulltime Game zu kaufen oder Monatsgebühren zu zahlen. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
Funktioniert bei euch dieses, weiß nicht, Free-to-Play mit Item Store so richtig? Bezahlt ihr da im Schnitt auch eure 13 Euro im Monat oder was auch immer das kosten mag, wenn ihr ein MMO im Vergleich dazu spielen würdet? Ich bin bei sowas mal total knausrig. Weil ich sehe dann teilweise den Nutzen nicht, sehe, dass man auch spielen kann, ohne das Geld auszugeben und dann weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, keine Pets mehr, oder? Irgendwie bin ich ein bisschen auf mich allein gestellt. Ne, ich habe keine Pets mehr. Wie kann das denn passieren? Oh oh. Da muss man selber hier wieder ein paar Pets machen. Ach, oder ich mache einfach ein Level Up, klar. Kommen die schon wieder. So, damit habe ich wieder drei Pets. Na, was drücke ich hier? Ein Brief. Ich habe einen Brief gekriegt. Nein, keine Ahnung. Vielleicht. Ja, möglich. Gucken wir erstmal, wie es hier weitergeht. Ich wollte jetzt mal hier paar Punkte reinstecken, weil ich das nicht so wichtig finde. Okay, mit dem nächsten Level Up kriegen wir dann die verbesserten Blutlinge. Die Lebensdauer? Ja, dadurch, dass sie mehr Leben haben. Ja, macht Sinn. Und hier gibt es Blutgeister. Cool. Also hier stocken wir unseren Kader dann offensichtlich auch noch durch Blutgeister auf. Ich hoffe mal, die sind zusätzlich zu den Blutlingen und nicht anstelle der Blutlinge. Das wäre blöd. Nachdem wir doch schon ein paar Skillpunkte reingesteckt haben in die Dinger. Okay, weiter gibt's offensichtlich im Osten. Mit Speerwerfern. Ich frage mich immer noch, wie die Pets sterben können. Immer wenn ich denen zuschaue, machen die einen irrsinnigen Schaden. Und zerknüppeln einfach alles weit bevor sie selber Schaden nehmen können. Naja. Ja, das meine ich, das ist. Naja. Ich glaube, das Problem ist auch, dass sie teilweise in verschiedene Richtungen lossprinten und dann rennt einer schon rein und hat den ganzen Raum dran. Und der Rest eiert noch um. Oh, hier sind zwei, drei mehr. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Situation, wo die Pets sterben könnten. Andererseits. Ja, doch. Hier sterben Pets. Das kann ja immer, wenn sie ersetzt. Sonst wieder da. Na, was sehe ich denn hier? Also Bloodlust kann man quasi aktiv halten. Mana-mäßig ist es jetzt auch nicht so wirklich schwierig. Glaube, das war's, oder? Nehmen wir in der ersten Ebene. Demnach müsste es noch eine geben, mindestens. Wo ist er denn jetzt hin? Konnte er teleportieren? Oder ist er hinter der Sichtlinie? Oder tot? Ja, Fragen über Fragen. Also, ich glaube nicht, dass es da rechts weitergeht. Ah, so viel dazu. Hier habe ich schon alles gelootet, ja. Dann gucken wir uns doch mal die letzte Ebene an. Bossfight? Ist das ein Boss? Ist gelb. Zerknüppelt meine Ads jetzt allerdings nicht so krass. Nehme ich zurück. Platzieren wir doch gerade recht gut. Ja, also diese Bosse, die machen schon Fett Damage. Also ich glaube, die One- oder Two-Shotten meine Mobs. Da muss ich schon ein bisschen nachgasten.
Ansonsten, ich brauche, glaube ich, doch mal ein Hotkey für meine Live-Pots. Mana ist irgendwie deutlich weniger ein Thema. So, ich kann Itz zerreißen sehen, aber es sind keine Itz mehr da. Schupp! Was habe ich hier getan? Ich bin befreit, danke. Ja. Da muss ich wohl wem gefallen getan haben. Und ich habe hier wieder zwei im Inventar. Ist auch nicht. Welche Hotkeys soll mal gewesen sein mag. Gut, das war's. Haben wir hier drin eine Quest erfüllt jetzt? Ja. Ich denke, damit sind auch die Sachen abgedeckt, die wir hier drin hatten. Und ich würde sagen, wir nutzen die Möglichkeit, uns auszuloggen und machen hier einen kleinen Cut und spielen morgen weiter. Gute Nacht!